Haben Sie gewusst, dass laut Statistik bei privaten Übungsfahrten praktisch keine Unfälle passieren? Wie es trotzdem dazu kommen konnte. Eine Stunde zuvor hat sich Anna im Auto bequem eingerichtet, wie es sich gehört und wie sie es in der Fahrschule ganz zu Beginn der Fahrausbildung gelernt hat. Richtigerweise hat ihre Begleitperson, in unserem Falle ihr Vater, noch einmal die Bedienungselemente erklärt. Anna sollte also mit dem Fahrzeug bestens vertraut sein. Ebenfalls vollkommen korrekt haben Anna und ihr Vater danach die Übungsfahrt auf dem großen, geschützten Parkplatz gestartet. Ein altes Sprichwort, welches ich eben erfunden habe, besagt nämlich, aller Anfang ist Parkplatz. Wieder und wieder hat Anna die Grundlagen des Fahrens geübt. Starten, fahren, manövrieren, Motor abwürgen. Nur Übung macht den Meister. Und genau darum geht es schließlich beim begleiteten Übungsfahren. Sie fuhren rückwärts und vorwärts, haben sanftes Bremsen und Vollbremsungen geübt. Fahren ist Silber, Bremsen ist Gold, sagt der Volksmund. Dem Auto schadet das nicht. Dem Auto schadet das nicht, hat Papa richtigerweise erklärt. Und so steuerten sie immer deutlicher auf die Krise zu. Der Papa machte seine Sache echt gut. Papa? Du machst deine Sache echt gut. Er hat die Tochter üben und ihre Fahrkünste gleich selber kommentieren lassen. Und auch wenn es ihn gejuckt hat, er hat seine Weisheiten zurückbehalten. Denn die richtigen Anweisungen kennt nur die Fahrschule. Daran fährt kein Weg vorbei. Doch dann passierte alles ganz schnell. Der Papa senkt die Sonnenblende und ein Achtbeiner der Gattung Eratigena Attica, auf gut Deutsch Hausspinne, schaut ihm tief in die Augen. Ganz alle Risiken lassen sich also nie vermeiden. Aber wirkliche Unfälle passieren bei privaten Übungsfahrten praktisch keine. Darum üben, üben, üben. In der Fahrschule, aber auch privat. Nur Erfahrung macht gute Autofahrer. Lernfahren.bfu.ch